Der Sound! Hallöchen, meine Damen und Herren. Schaut mal da. Endlich ist es soweit. CS2 ist bei mir und auch bei vielen anderen am Stiesel. Gerade jetzt vergangene Nacht von 31.08. auf den 1.09. kam ein Update, bei dem viele wieder Zugang bekommen haben. Wie man den erhält, ist hier irgendwo verlinkt. Ich habe extra ein kurzes Video dazu gemacht. Und jetzt will ich mir CS2 angucken. Dazu ein Mini-Vorwort, 30 Sekunden lang. Ich habe mich komplett nicht spoilern lassen. Ich habe das erste Video damals gesehen, als es released wurde. Die Info, dass da was kommt. Und jetzt das letzte Video, das kam. Aber sonst habe ich mir keine Maps angeguckt. Kein Gameplay, kein Krustel, nicht wie die Skins aussehen und so weiter und so fort. Also für mich ist das jetzt hier alles neu. Let's go! Zuallererst mal ins Inventory. Aha! Hier hat sich ja nicht allzu viel verändert, zumindest jetzt von dieser Ansicht hier. Graphic Art, Container und Display. Ah, sweet! Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mein Knife anschauen möchte, wie sieht das denn... Oh, okay, okay. Oh, ohohoho! Das ist nice. Geile Meile. Das muss ich mir gleich alles in-game angucken. Dafür müssen wir aber wahrscheinlich, das Loadout erstellen. Da ist noch nichts gemacht. Alles klar. Jetzt mache ich mal geschwind. Ich schnipse, dann ist alles fertig. Und fertig. Man kann die Sachen übrigens einfach so reinziehen. Und dann hast du die da drin. Sweet gemacht. Natürlich kann man trotzdem rechtsklicken und dann Replace on T oder CT und so weiter und so fort. Jetzt kann ich auf Play gehen und könnte dann schon reinballern in Matchmaking, Practice. Okay. News. Your time is now. Das ist korrekt. Dann gehe ich einfach mal in Deathmatch rein, beziehungsweise Stopp, Fadenkreuz einstellen. Ich kann da nicht so reinkeckeln. Ah, das ist ja mein aktuelles sowieso, oder? Zumindest sieht es fast so aus. Meins war ein bisschen fetter, aber ich lasse es mal so, wie es ist. Das hier ist auch immer noch meine Einstellung, ja. Ich denke jetzt mal zuallererst Deathmatch, um einfach zu glotzen, wie es ist. Ach so, von den Video-Settings her übrigens, habe ich hier meine Standard-Settings genommen und bei Advanced Options habe ich jetzt einfach alles so gelassen, wie es mir vorgeschlagen wurde. Vom Spiel selbst. Ich könnte hier sicherlich noch hochstellen. Ich habe eine 4080 drin, ist gar kein Problem. Ach komm, ich mach's halt schnell, oder? Was soll's? Very high. Oh. Dann geh mal rein ins Deathmatch. Auf, komm. Anubis. Ah ja, okay. Ich mach hier mal alles ready. It's, wow. Ist schon durch, oder was? Guckst du dir an, die Gauner. Ah ne, ich hab grad einfach nur die Spieler gesehen, oder was? Die hier mitspielen. Wow. Wow. Oh, fuck. Gegner. Okay. Das Fadenkreuz ist vielleicht ein Ticken. Ach du Kacke. Ein Ticken too small. Oh. Alter, wie geil der Shot aussieht von der Ayub. Wow. Ich lasse einfach mal Random Weapons on hier. Dann können wir da ein bisschen. Dann können wir ja so ein bisschen gucken, wie. Okay. Ah ja, können wir damit gehen. Und. Sir, bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Oh, wie der wegfliegt. Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, der Sound war irgendwie merkwürdig am Anfang, aber das ist halt muffled, ne, weil ich so weit weg war von der Action. Ey, ich hab mich doch sowas von getroffen, Tiger. Oh mein Gott, ist das sweet. Ach du Kacke, sieht das geil aus alles. Muss hier mal ein bisschen intervenieren, Leute. Oh, oh, Headshot, komm, nein. Oh, das Blut, wie es spritzt. Sieht das nice aus. Holy fuck, das Blut. Ah, ich muss den Smoke mir noch angucken. Ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit, hier zu smoken. Schissel. Es ist auf jeden Fall ein komisches Sounderlebnis hier am Anfang. Sehr ungewohnt. Alter, die Headshots. Die Headshots hören sich geil an. Und auch dieses Fleischige, wenn man getroffen wird. Puff. Ich bin echt baff. Also, es sieht so sweet aus. Wow. Wow, hinter mir rein. Ah, shit. Pirotzchen. So ein nices Feeling, wenn du einen umfranst damit. Sound, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Für mich jetzt hier gerade. Wenn du in der Ferne die Leute schießen hörst, gut, das war jetzt sehr nah und ohne eine Wand zwischen uns, dann klingt es sehr merkwürdig. Ich habe aber auch bis gerade eben Global Offensive gespielt. Vielleicht ist der Ton deswegen jetzt so ungewohnt. Ich merke schon wieder mein übliches Deathmatch-Glück. Ich lauf und lauf. Ah ja! Und sehe keine. Mhm. Und da sind wir auch schon durch. Boah! Also das ist schon... Auch hier der Endbildschirm, gucken dir an. Ich habe übrigens noch gar nichts über den Homescreen gesagt. Kann man auf jeden Fall machen. Ne? Du kannst hier noch ein bisschen was umstellen. Die Szenerie wechseln. Komm, wir gehen mal auf das 2. Wow, look at this dude. Oh, Italy, das ist mein Mainbildschirm ab jetzt. So, Dilla, ein paar Stunden schlafen, eine Rasur später. Ich musste mich dringend hinlegen, weil es schon so spät war und ich heute auch wieder früh aufstehen musste. Geht es weiter? Ich will mir ja noch unbedingt die Smokes anschauen. Das habe ich auch nur im ersten Video kurz gesehen. Ich gehe dafür wieder auf Inferno, gehe aber kurz in Practice rein, dass ich ja nicht so viel Gedödel habe und schaue mir eben mal kurz ein paar Smökerische an. Die habe ich damals ja auch nur in diesem Initialvideo gesehen. Bis dahin sonst nicht, wie gesagt, vorhin im Intro. Ich habe mir keine Videos zu CS2 angeschaut, keine Streams dazu angeschaut, gar nichts. Ich habe einfach kompletten Blackout diesbezüglich
diesbezüglich für mich selbst gemacht, betrieben, gehabt, damit ich eben nicht gespoilert bin. Es ist so crank, wie Inferno aussieht. Aber die Fehlklappe schießen. Sprich nicht fürs Spiel. So, Achtung, ich werde jetzt hier smoken. Alter, sieht das crank aus. Holy shit. Oh, guck mal, die Map. Die Map, wie sie sogar so ein bisschen überlegt wird. Boah. Das ist ja krass. Kann man auch reinneifen. Spricht wieder nicht fürs Spiel. So, das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Der Sound. Okay, warte. Wenn man jeden einzelnen Zigarettenstummel wegschießen kann, dann ist es krass. Well, es ist sehr schwach. Sehr schwach. Boah, Hühnchen, komm her, Bock. Ach, und das wollte ich mir auch noch an. Ah, schade. Ich dachte noch, vielleicht gibt es hier. Ah, es gibt hier immerhin so ein Zwischenstück. Vielleicht gibt es ja wieder wie bei Saws diesen Gang mit den Säulen oder halt sowas ähnliches. Aber das ist ja nach wie vor einfach nur eine Wand. Jetzt würde ich die Smoke mal gerne noch hier gegen die Gegner usen und gucken. Wie denen ihre Schüsse. Die raffen mich gar nicht. Oh! Und da war einer. Aimbot. Oh! Sorry, Leute. Hab meine Cheats noch an. Ich wollte eigentlich gucken, wie die. Ah, ja. Mhm. Wie die durchschießen. Die Gegner dann. Die Bots im Moment. Okay, Achtung, da kommen sie, warte. Jungs, keine Sorge. Ich mach die Smoke mal eben kurz weg. Oh. Alter, ist das sweet. Du kannst komplett durchfranzen. Hier ist einer, oder? Hallo? Sind Sie da, Sir? Ist noch so ein kleiner Taser-Kill vielleicht? Wow. Scheiße. Hast du noch einen Taser dabei, Jürgen? Kann man dich knifen vielleicht? Ganz kurz. Alter! Guck dir die Baustelle an! Boah! Oh, und guck mal die Beine. Ja, also das ist, Stopp, nein! Bam! Also ich bin baff. Das ist wirklich, wirklich schön. Die Soundkulisse hat mir jetzt gerade noch bei dem Competitive schon mal besser gefallen oder bei dem, wie heißt es hier, Casual, als einfach, also gut, verlagerter Map halt, ne? Anubis, da hast du so viele Gänge und Räume, in denen was passiert und wenn du außen stehst oder weiter weg und außen dann noch hinzukommt oder in einem anderen Raum, dann klingt es sehr gedämpft. Aber hier war das jetzt doch alles ziemlich klar. Wenn du bei Mitte gerade runtersteppst und die schießen aufeinander, dann klingt das schon normal. Aber die Soundkulisse ist nichtsdestotrotz sehr, sehr, sehr viel besser als bei Global Offensive. Zumindest jetzt so vom ersten Hören. Ihr habt es ja da auch in der Kirche gehört, wie krass das klang. Wenn man sich dann ein Feuergefecht in der Kirche vorstellt, noch mit Granaten rein, wie das dann hallt und schallert. Geil. Dann war das soweit mein erster Eindruck. Premiere werde ich dann später im Stream spielen mit euch zusammen, um dann so ein bisschen den Rang zu snacken. Und ja, Competitive und Wingman ist noch nicht da. Das kommt dann sicherlich peu à peu. Ich habe jetzt vorhin auch schon unter dem Video gesehen, das ich gemacht habe, wie man CS2 bekommt, wie man seinen Zugang erhalten kann oder wie man den aktualisieren kann vielmehr, dass man das sieht, dass man einen hat. Da habe ich gesehen, dass einige einen Zugang bekommen haben, der Großteil, aber manch einer noch nicht. Also da, es ist wohl nicht zwingend jeder reingekommen. Es ist immer noch eine Closed Open oder Open Closed Beta. Ich habe bei Skin Baron im Tweet gesehen, dass sie das so bezeichnet haben. Vielleicht wird das auch offiziell von Valve so genannt. Open Closed, Closed Open Beta, so irgendwie. Ja, man wird peu à peu eingeladen und kann dann ran. Wenn du nachschauen möchtest, ob du aktuell schon einen CS2-Zugang hast, den du noch nicht sehen kannst, dann schau dir das verlinkte Video an. Ich habe es irgendwo hingemacht. Da ist hier oben, ganz oben rechts im Bild, für euch oben rechts im Bild, ist ein i und da ist einmal eine Playlist verlinkt und das Video, von dem ich gerade spreche. Ist 20 Sekunden lang oder 30 Sekunden lang. Da erkläre ich kurz, wie man halt an CS2 kommt. So, ja, gut, dann vielen Dank. Warte, ich will die Waffe noch wechseln. Sag mal, bin ich eigentlich ein Kokolori? Kann ich vielleicht meinen Main Knife haben? Jetzt weiß ich halt nicht, welches das Knife ist. Ich glaube, das heißt auch YouTube, der Dummbabber, ne? Aha. Da ist es. Oh, look at this dude. Ja, Mann. Mach mal eine Animation, hopp. Hallo? Tanz doch mal. Gut, dann halt nicht, okay. Danke fürs Zusehen, danke für die Kommentare. Kommt in den Stream, Giveaways, Viewer Games, Barbados. Er macht eine Animation. Okay, die kennen wir schon. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.